Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, Manuel Baum wird neuer Schalke-Trainer. Manuel Baum wird nach unseren Informationen der neue Trainer bei Schalke 04. Der 41-Jährige verlässt für seine neue Aufgabe die deutsche U18-Nationalmannschaft. Die offizielle Verkündung des neuen Schalke-Trainers soll im Laufe des Mittwochs erfolgen. Baum soll bei Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hoch im Kurs stehen. Denn Baum gilt durch seinen Lebenslauf als ein Entwickler von jungen Spielern. Eine Fähigkeit, die bei Schalke angesichts der finanziellen Probleme im Club mehr denn je gefragt ist. Für Baum ist Schalke die zweite Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Im Dezember 2016 übernahm er nach der Beurlaubung von Dirk Schuster den FC Augsburg, wo er zuvor das Nachwuchsleistungszentrum verantwortet hatte. Im April 2019 wurde Baum in Augsburg freigestellt. In Augsburg schafften unter ihm beispielsweise Raphael Framberger oder Marco Richter den Sprung. In der vergangenen Saison war Baum U20-Bundestrainer. Den Posten hatte er seit Juli 2019 inne. In den 5 Spielen, die in Corona-Zeit möglich waren, holte Baum mit der deutschen U20 4 Siege, eine Partie verlor er. Zur neuen Saison übernahm Baum die U18. Solche Rotationen sind beim Verband durchaus üblich. Die ersten beiden Spiele unter Baum bestritt die U18 im September gegen Dänemark. Der erste Vergleich endete mit einer 1:3 Niederlage, der zweite mit einem 5:5. Ja, er ist also der Nachfolger von David Wagner. Nach 18 Spielen in Folge ohne Sieg hatte der Club am Sonntag den bisherigen Trainer David Wagner freigestellt. Wagner war 15 Monate Cheftrainer bei Schalke 04. Wagner verantwortete den schlechtesten Saisonstart eines Clubs in der Bundesliga-Geschichte. Schalke liegt mit 1:11 Toren und 0 Punkten auf den letzten Platz. Ja, was sagt ihr über die Verpflichtung von Manuel Baum? Haltet ihr es für einen guten Kniff? Oder sagt ihr, das wird den Absturz von Schalke nur noch weiter befeuern? Schreibt es mal in die Kommentare, wie es mit Schalke weitergeht. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.